Das zweite Rennwochenende der Dovatec Kart Enduro Series Germany in Crimmitschau liegt hinter uns. Bei erneutem Heskwetter mit strahlendem Sonnenschein und Temperaturen über 20 Grad kamen alle Teilnehmer und Fans auf ihre Kosten. Der HIT Reinsdorf rund um Toni Pampel hatte keine Mühen gescheut und erneut ein Event der Extraklasse auf die Beine gestellt. Zusammen mit dem Sächsischen Offroad Cup gab es zwei vollgepackte Renntage, die von der Organisation und den Fahrern alles abverlangten. Viel Lob gab es diesmal von den Fahrern für die Strecke. Diese war sehr anspruchsvoll, aber im Vergleich zu den Vorjahren nach Meinungen aller deutlich besser abgesteckt. Somit stand einem perfekten Rennwochenende nichts mehr im Wege. Wie immer fand der ACE Bikes Prolog Award in Crimmitschau bereits am Samstagabend statt. Über 170 Teilnehmer waren bereits bei dieser ersten Entscheidung am Start. Der Prolog in Form einer Enduro-Prüfung, die auch das Steinfeld enthielt, war jedoch eher schnell gesteckt. Somit konnten alle gut ins Rennwochenende starten. Mit Henry Strauß war einer der jüngsten Fahrer an der Spitze zu finden. Der ACE Bikes Talentpool-Fahrer umrundete den Kurs in 5 Minuten 34 und war damit 3 Sekunden schneller als Sonny Gotcha. Gotcha stürzte kurz vor dem Ziel und verlor dadurch wertvolle Sekunden. Die Gruppenrennen waren bei über 20 Grad in der langen Fahrzeit für alle schon eine echte Herausforderung. Bereits in den Gruppenrennen hatte der HIT Reinsdorf einige schwierige Passagen integriert, wodurch sich die Hard-Enduro-Spezialisten bereits für das noch schwierigere Finale vorbereiten konnten. An der Spitze zeigte sich jedoch das übliche Bild. Die Siege gingen an Sonny Gotcha und Felix Baker. Beide waren nach diesen ersten langen Entscheidungen von der Strecke eher sehr angetan und freuten sich auf das Finale. Darauf konnte sich auch Linus Albert freuen. Er zeigte mit der 85 Kubikzentimeter Maschine eine Glanzleistung und schaffte zum zweiten Mal nach Rätz den Einzug in die große Entscheidung des Tages. Die Herausforderung war für den Beta-Fahrer Charlie Frost an diesem Wochenende jedoch die größte. Er hatte am Samstag vor der Veranstaltung eine Regelwidrigkeit begangen und wurde jeweils ans Ende des Feldes versetzt. Im Finale zeigte er jedoch eine bravouröse Leistung und konnte vom letzten Platz noch auf Rang 4 vorfahren. 6 Minuten nach dem ersten Fahrer gestartet, kämpfte er sich durch alle Staus und sicherte sich noch die wichtigen Punkte für die Meisterschaft. Emotionsgeladen startete das Finale um 15.15 Uhr über eine Distanz von 1 Stunde und 20 Minuten plus eine Runde. Alle wussten, dass es ein hartes Stück Arbeit werden würde, da auch viele Passagen noch nie gefahren wurden und keiner wusste, wie es sich entwickeln würde. Im Rennverlauf mussten deshalb auch einige Passagen aus der Strecke herausgenommen werden. Bereits in Runde 1 hatte Felix Baker großes Pech. Er verletzte sich erneut an seiner im letzten Herbst gebrochenen Hand und musste das Rennen vorzeitig beenden. Leider hat sich herausgestellt, dass die Hand erneut gebrochen war und er muss nun 6 Wochen Pause einlegen. Davon unbeeindruckt setzte sich Sonny Gotcha von Beginn an in Führung. Leon Henschel konnte ihm jedoch zunächst gut folgen. Im Rennverlauf riss dann aber der Kontakt etwas ab und Gotcha konnte sich frei fahren. Dies sogar ohne zu trinken, da sein Trinkrucksack bereits zu Beginn platzte. Da er 4 Minuten vor Ablauf der Renndistanz von 1 Stunde und 20 Minuten die Ziellinie noch einmal überquerte, mussten noch 2 Runden gefahren werden. Am Ende hatte er einen Vorsprung von 6 Minuten auf Leon Henschel. Im Ziel hatte er dann lobende Worte zur Strecke. Hello guys, I'm Sonny Gotcha. This race was very, very fun. I did some mistake in the first lap because it was not easy, it was difficult. And then I find my rhythm and I start to push a little bit more and it was for me very good race and very good training before the most important races. See you next time. Auch Henschel war mit seinem Rennverlauf zufrieden. Er lag immer auf Rang 2 und hatte einen größeren Vorsprung auf seine Verfolger, was ihn auch in die Tabelle auf den zweiten Rang bringt. Hi Leute, wir sind hier, Runde 2, Hard Enduro Series Germany in Crimmitschau. Gestern war der Abendprolog, lief sehr gut für mich, 4. Platz. Und dann im Gruppenrennen 2 gestartet, 2. Platz hinter Sonny Gotcha. Und im Finale hatten wir sehr gute Battles gehabt, die ersten 3 Runden. War eine super krasse, harte Strecke, hat richtig Spaß gemacht. Wetter hat mitgespielt, war vielleicht ein bisschen zu warm.
Und ja, am Ende zweiter Platz. Super zufrieden, super happy. War jetzt 2 Wochen krank gewesen, deswegen kann ich mich nicht beklagen. Danke. Seinen ersten Podestplatz der Saison belegte Lenny Garetzky. Nachdem er in Rees noch nicht zurechtgekommen war, lag ihm die Strecke in Krimmitschau deutlich mehr. Sein Zitat im Ziel dazu. Hallo Leute, hier ist Lenny Garetzky. Wir sind hier in Krimmitschau. Ich bin Dritter geworden, bin ich sehr zufrieden mit, weil ich in der ersten Runde gleich aufs Maul geflogen bin und meinen schön länger verbogen habe. Erste Runde war ziemlich brutal, also war brutal, ein richtig schönes Hard-Enduro, das hat so viel Spaß gemacht und dass ich jetzt zum Schluss auf dem dritten Platz fahren konnte, war verdammt gut und ja, ich bin happy. Garetzky konnte auch den ersten Tagessieg in der Saison in der Juniorenwertung holen. Die weiteren Klassensiege gingen an Sonny Gorgia in der Pro-Klasse, Maria Franke bei den Damen, Andreas Pieper bei den Senioren und Frühauf bei den Amateuren. Der nächste Saisonlauf findet am 25.05. im thüringischen Hammer statt. Alle aktuellen Informationen der Dovatec Hard Enduro Series Germany sind immer auf www.hardenduro-germany.de und in den sozialen Medien zu finden.